Die Rachni haben sich für den Moment zurückgezogen, aber sie können unsere Wunden riechen. Jeder gute Feind würde sich neu formieren und uns den Rest geben. Und zwar bald. Wir sind nah dran. Die Barrieren haben geschützt, was hinter dem Durchgang ist. Wir verschanzen uns und legen alles um. Das gibt ihnen Zeit. Viel Glück. Ich brauche kein Glück. Ich habe Munition. Krogana, bereit machen! Wenn er das sagt, ist ja schon mal eine Sorge weniger, die wir uns hier kümmern müssen. Ach, schon wieder diese ganzen Eier. Noch mehr Eier. Ganz langsam. Ganz slowly. Boah, Alter. Noch mehr Reaper-Tech. Ein bisschen Finanzierung ist natürlich nicht verkehrt. Boah. Der brennt aus dem Arsch. Gibt es irgendwie sowas wie eine Königin? Was ist das? Ach du Scheiße. Grant, wir haben die Zentralkammer gefunden. Gut, wir halten ihn den Rücken frei, Shepard. Interessant, was wir hier finden. Oh. Bewegung! Verdammt! Ich glaube. Finden Sie den Energieknoten. Naja, wo ist der? Wo ist der? Scheiße, ist der da oben? Das ist es, Leute! Okay. Holen wir sie. Die Hass können uns nichts anhaben. Ich muss mich von hinten anschleichen. Special Mission hier. Der sieht mich, ne? Krass. Los, wir müssen an diesen Barrieren vorbei. Zur anderen Seite, da sind noch mehr dieser Energieknoten. Los. Sauber. Wow. Vorsicht, immer den Boden auch im Auge behalten. Komm schon. Brauch hier Hilfe. Komm schon. Er ist zu weit weg. Die Reichweite ist nicht zu hoch. Notstromaggregate aktivieren und Tarnung. Boah, Alter. Boah, Scheiße, helfen ihnen. Wir haben uns einen neuen Flammenwerfer besorgt. Okay, nehmen beide auf einmal mit hier. Gut, dass diese Flammenwerfer hier überall rumliegen, ey, sonst hätten wir keine Chance. Wirklich die richtige Waffe gegen diesen Gegner. Typus. So, den haben wir. Okay, ich komme. Hier rein, oder was? Oder was jetzt? Ja, warte mal. Die andere war volle. Da macht ja nichts. Okay, vielleicht hier runter. Ja, hier können wir auch nicht runterspringen. Hier rein, oder was? Wer wird denn jetzt so lang? Ich rechte Seite mal inspizieren. Ja, der Feind ist heute ebenso unerbittlich wie in unserem Zyklus. Scheiße. Oh, fuck. Okay, wir haben nicht mehr viel Energie. So, aber den Knoten holen wir uns noch. Wir waren keine Chance. Oh, Husk. Pass auf.
Wenn wir unseren guten Garrus hier einheimsen. Okay, was ist jetzt hiermit? Boah, Alter, was ist das denn? Was haben wir hier? Ein Firestorm, nice. Oh, 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 keine Deckung, keine Deckung. Dafür eine Tarnung. Oh, 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 oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Kurz zurückbleiben, bis die Schilde wieder hochgefahren sind. Boah. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße. Boah, Alter, Alter. Wir sind ja gerade mittendrin. So, warte mal. Das ist jetzt eine passive Fähigkeit, oder was? Wenn wir die aktivieren. Jetzt habe ich das erst verstanden. Okay. Oh, Alter, wie viele sind denn hier? Boah. Okay, wir haben aber jetzt echt zum Glück noch ein kleines Schild hier am Start. Wir müssen sie Brutmutter da erledigen. Den Brutvater hier. Okay, wo ist jetzt die Obermutter hier? Okay, die Igel hier macht schon ordentlich Schaden. Doch, wie sieht es jetzt mit unserer neuen Waffe aus? Boah, Alter, wie geil. Ist ja voll die Waffe, ey. Macht Bock. Lang ist die Frage. Macht natürlich jetzt nicht so viel Schaden. Boah, Alter, Alter. Krass. Ist aber lustig. Komm hoch, komm hoch. So. Ich glaube, wir haben es. Die Rachni ziehen sich zurück. Was immer sie verschreckt hat, wird nicht lange anhalten. Bring sie's zu Ende. Verstanden. Ich glaube, wir haben sie verschreckt, oder? Oh oh. Was zum... Der unerträgliche Ton ist verstummt. Was sind sie? Die letzte Königin. Ihr lauschen den Kindern. Sie sind still. Hol die Maschinen kommen und nehmen sie mit in den Krieg. Sie sterben allein, schweigend, verferne. Haben die Reaper Ihnen das angetan? Ja, der schreckende Ton der Maschinen ist überall. Scheiße, die Rachni. Natürlich sind sie ein Opfer der Reaper. Habe ich mir schon gedacht, ey. Von Anfang an, aber... Was sollen wir tun? Können wir irgendwie helfen? Lassen Sie nach Noveria zurückgehen. Sie haben versprochen, sich nicht mehr einzumischen. Die Rachni, die sollten verschwinden. Wir haben unser Versprechen gehalten. Uns durch das Portal zurückgezogen. Wir haben eine neue Heimat aufgebaut. Wunderschöne Kinder. Harmonie. Aber dann kamen die Maschinen. Sie haben unser Lied gehört. Ihre schrillen Töne haben die unseren verdrängt. Es ist vorbei. Wir sind jetzt da. Vielleicht können wir irgendwie helfen. Sie tun ihnen nichts mehr. Ja, wir verstehen. Können Sie die Reaper noch spüren? Können die sie beeinflussen? Wir hören sie, aber es gibt keine Kontrolle mehr. Die letzte Fessel noch, dann sind wir frei. Was? Die Kirche?
Länder kehren zurück. Sie vernichten uns. Befreien Sie uns. Wir haben hier Bewegung. Jede Menge Bewegung. Verstanden, Grant. Können Sie gegen die Reaper kämpfen? Wir hassen die Maschinen. Wir kämpfen für unsere Kinder. Befreien Sie uns. Sie ist schwer verletzt. Sie braucht zu viel Zeit für ihre Flucht. Shepard, wenn wir hier bleiben, stirbt die Kompanie Aralak. Haben Sie verstanden? Okay. Wir müssen ihr bei der Flucht helfen. Hören Sie zu, die Kompanie Aralak hält die Rachni auf, während die Königin entkommt. Wir verschaffen Ihnen Zeit. Grant, zurück zu unserer Position. Boah. Führen Sie uns raus. Verdammt sollen Sie sein, Shepard! Ich verlasse mein Team! Commander? Das ist ein Befehl. Sie ist zu wertvoll. Wir dürfen sie nicht verlieren. Ja. Was für ein magisches Wesen. Bringt sie uns hier raus. Nichts wie raus hier. Nichts wie weg hier. Oh. Schön ruhig bleiben. Das Shuttle ist am Ende dieses Weges. Ich halte sie auf. Weg hier, Shepard! Grunt. Jetzt bin ich dran. Scheiße. Wir werden ihn verlieren. Er wird diesen Kampf verlieren. Grunt! Gottes, wir sind die Letzten. Holen Sie uns ab. Verstanden, Kommandant. Shuttle ist bereit. Wir mussten eine Entscheidung treffen. Kompanie oder die Königin. Wir haben uns für die Königin entschieden. Nee. Grant! Scheiße, hat Mann. Hat jemand was zu essen dabei? Hat es doch noch geschafft, die alte Sau. Schön. Ich habe schon gedacht, wir haben den nächsten Kameraden verloren. Gerade Ihren Bericht über die Rachni, Commander. Das hätte ganz schnell kompliziert werden können. Hoffentlich wissen Sie, was Sie da tun. Ein Bündnis mit der Rachni-Königin hat beim letzten Mal nicht geklappt. Ich vertraue Ihrem Instinkt, Commander. Sie wird uns helfen, Admiral. Hoffentlich. Aber wir haben den Nachschub der Reaper mit Rachni unterbunden und zusätzliche kroganische Unterstützung erhalten. Das ist ein Sieg. Ich muss weitermachen, Commander. Seien Sie vorsichtig da draußen. Hackett Ende. Durchaus. Ein Sieg war es so oder so. Plus 5 Abtrünniger? Hä? Wieso das denn? Okay, das verstehe ich jetzt nicht, aber gut. Rachni-Arbeiter. Die Rachni sind alles andere als hirnlose Insekten und zu technologischen Leistungen fähig, die es mit jeder intelligenten Spezies aufnehmen können. Nach anfänglichem Misstrauen haben sich die zum Tigel abkommandierten Rachni-Arbeiter inzwischen gut in das Projekt integriert. Sie sind besonders effizient bei Aufgaben, die Zusammenarbeit in der Gruppe erfordern und leitende Mitarbeiter betreuen,
betrauen die Rachni zunehmend auch mit komplexeren Aufgaben, okay? Ja, nice. Die Kroganer? Grunt. Der perfekte Kroganer wurde ohne Vergangenheit, ohne Namen und ohne Aufgabe in die Welt geworfen. Nach der Vernichtung der Kollektoren zusammen mit Commander Shepard kehrte Grunt nach Tuchanka zurück, um zu lernen, was es heißt, ein Kroganer zu sein. Nach zahllosen Streitereien und Kämpfen haben die Clans Grunt inzwischen einigermaßen akzeptiert. Der junge Kroganer ist zäh, umsichtig und klug. Er weiß, dass seine Erfahrung sich auszahlen wird, jetzt, wo es gegen die Streitkräfte der Reaper geht. Genau, und die Aralak haben wir auch noch am Start hier. Ödland, ja, okay. Kroganer, So. Ja, das ist halt... Ist ja doll, ist das ja... Hauptsache, wir haben den guten alten Grunt dabei. So, und jetzt gucken wir doch mal. Wir haben wieder ein, zwei Missionchen absolviert. Und ich würde jetzt schon fast sagen, wir werden mal bald wieder zur Citadel fliegen, oder? Du, Sarah, dein Kumpel, der zu Cerberus gegangen ist. Was von ihm gehört? Nein, ich hab den... Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Okay. Dankeschön. Mein Projekt, Liara Zoni Shepard. Ich habe an etwas gearbeitet, das ich Ihnen gern zeigen würde. Könnten wir uns kurz in Ihrem Quartier treffen, wenn Sie mal kurz Zeit haben? Okay. Was soll das denn hier werden, Freunde? Was soll das denn hier werden? Ödnard Rex. Anscheinend habe ich einen Wahnsinnskampf verpasst, Shepard. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Es überrascht mich nicht, dass Sie eine Abmachung mit diesen Mistdingern getroffen haben. Aber ich traue Ihnen nicht. Wenn Sie uns wieder hintergehen, sind Sie schuld. Die Kompanie Aralak musste einiges einstecken, aber ich sorge dafür, dass sie ihnen hilft. Unglaublich, draußen tobt ein Krieg und ich bewahre den Frieden. Mann, Mann, Mann. Was für eine verdrehte Welt. So, und ich werde mal ganz kurz eben Speicherstand erstellen, weil ich natürlich jetzt in unsere Kajüte gehe, aber ich möchte natürlich eigentlich auch nichts falsch machen. Ich weiß nicht, ob jetzt Liara mit irgendwelchen Annäherungsversuchen kommt. Die können wir natürlich nicht eingehen, das ist ja klar. Okay, ja. Ja, wahrscheinlich können wir jetzt Liara einladen, ne? Aber ich müsste dann mal überlegen, was wir machen. Liara, Sie wollten etwas in meiner Kabine besprechen? Ja, ich bin gleich da. Was haben wir denn hier? Nur herein. Danke. Setzen wir uns. Okay. Ich habe über unser Wissen über die Reaper nachgedacht und wie leicht es wieder verloren gehen könnte. Darum plane ich, Dinge für die Zukunft aufzubewahren. Oha, was ist das denn? Was ist das? Eine Art Akte der Galaxie, Informationen über Reaper, Portale, verschiedene Kulturen und Baupläne des Tigels. Zu einem Eintrag hätte ich gern Ihre Meinung. Welchem? Ihrem. Shepard. Ich würde mich geehrt fühlen. Wie soll sich die Geschichte an Sie erinnern? Und das wird die Zeit überdauern? Wissen ist wichtig. Untergegangene Kulturen, verlorenes Wissen... All das ist so viel wert. Und leider passiert es immer wieder, dass Kulturen verschwinden, Zivilisationen aussterben oder ganze Spezies. 50.000 Jahre rumsitzen ist für einen Computer eine lange Zeit. Bitte, ich war Archäologin und ich weiß, was ich tue. Ich lege das alles in Zeitkapseln und bringe Kopien auf verschiedene Planeten. Dazu installiere ich eine VI, die jedes Übersetzungs- und Linguistikprogramm beherrscht, das ich finden konnte. Also ein Informationsführer wie Vigil of Ilos? Ja, ich arbeite schon einige Zeit daran. Es ist ein Privileg, zukünftige Finder dieser Informationen anzuleiten. Wissen Sie schon, was Dr. Tissoni in Ihren Eintrag schreiben soll, Commander? Seien Sie einfach ehrlich. Machen Sie mich inspirierend. Ich möchte, dass sie entscheidet. Sie kennen mich so gut, Sie können das allein, Liara. Sind Sie sicher?
Ja, ich überlasse es ganz Ihnen. Also, Commander Shepard wurde auf der Erde geboren und hat härter als alle anderen für seine Heimatwelt gekämpft. Er war auch ein tödlicher Taktiker. Der Feind sah ihn meist nicht mal kommen. Er war ein Soldat und Anführer, der stets Frieden anstrebte. Es war ein Privileg, ihn zu kennen. Vorsicht, sonst klingt es wie ein Tagebuch. Ich kann nichts dagegen tun. Wir sind befreundet. Das hört man gern. Schön, wenn man seiner Crew trauen kann. Wir sagen es nicht immer offen, aber wir sind stolz, hier zu sein, Shepard. Und stolz auf Sie. Danke.